leichter Schneefall, oder? Ah, cool, kriegen wir noch ein Deckchen. Servus und herzlich willkommen hier aus dem Powderlift am Glungen jetzt da mit dem Dominik zusammen. Hi. Ja, eigentlich wollten wir heute einen Quick-Tipp abdrehen, beziehungsweise ein Video für Dominiks Kanal und vielleicht sogar eine Ski-Transformation. Ich wollte euch mal meinen Einjahresfortschritt in der Skitechnik aufzeigen, aber ich glaube, das ist nicht die beste Idee heute, oder? Naja, die Idee ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wäre ja nicht schlecht gewesen, prinzipiell, wenn man was sehen würde. Aber es schneit wie Hölle. Und ja, da haben wir ehrlich gesagt auch was Besseres zu tun dann, oder? Würde ich auch sagen. Ich glaube, wir gehen heute mal richtig fett powdern. Passt auch zu unserem Pro-Ski-Camp dann, wo wir wieder gemeinsam sind. Absolut. Im März in Obergurgl wird es stattfinden. Also, wenn ihr da noch mal mit uns fahren wollt. Wir haben noch zwei Plätze frei. Ja, zwei Plätze, genau. Dann jetzt unbedingt schnell anmelden. Das wird richtig cool. Vordergrund natürlich fahren, aber auch ein bisschen Safety. Das gehört auch dazu. Ganz ja, klarer alles, Fall. Was dazu gehört. Genau. Also jetzt würde ich sagen, hören wir auf zu labern, sondern gehen ein bisschen powdern. Das ist verrückt, wie es hier schneit. Du hast einfach geile Sachen zum Fahren. Das kriegt gar nicht. Wir brauchen einen Scheibenwischer für die GoPro. Und hier sind wir direkt wieder zu. Das ist ja verrückt hier. Und einmal komplett zugeschneit. Was meinst du, Dominik? Heute werden wir immer First Runs haben. Erstens sind wir mal alleine auf dem Berg heute. Also es waren nicht besonders viele Autos am Parkplatz. Und zweitens schneit es so fest, dass die Spuren innerhalb von 10 Minuten wieder zugeschnitten sind. Voll geil. Ja, besser geht's nicht. Hier komplett wie Schneemänner. Ja. So schaut's aus. Dann bin ich echt froh, dass ich heute mal den Onzi anhabe. Hier sieht man wunderbar unsere Spuren von gerade. Hat sich gelohnt, oder? Nee. Gar nicht, ne? GoPro ist komplett eingeschneit. Crazy, ey. Ja, das war jetzt erst die Liftspur zum Fahren. Da gibt es andere Sachen noch. Hoppa. Oh, oh, oh. Ich stehe nur auf einem Bein. Hoppa. So. Puh. Mann, oh Mann, ey. Keine Menschenseele hier. Selbst schuld. Thank you.
seltsam. Würde ich auch so sagen. Jetzt haben wir alles dabei gehabt. Leichte Sonne, 100 km/h Wind und extrem geil Abfahrt. Das unterschreibe ich so. Boah, war das gut, ha? Ja, war richtig, richtig fett. Und ja, wir haben euch das Beste aus dem Tag gemacht, würde ich mal so sagen. Kann man so sagen, oder? Absolut, also. Ich glaube, besser hätten wir den Tag heute haben können. Skigebiet für uns allein. Ja. Extrem coole Abfahrt. Jeder Run, First Run. Also, besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Jetzt fertig und Kaffee trinken. Ja, absolut. Und Hände aufwärmen. Und Gesicht. Falls ihr mal die Skischule Glunge zu sucht. Rein in die gute Stube. Hopp. Habt ihr eine Arbeit erledigt können? Ja, es sind schon wieder ein paar Tage vorbei. Ihr habt das Datum gesehen, das war am 17.11. Heute ist der 1. Februar. Es war eine sehr, sehr intensive Zeit, wo ich sehr viel Footage gemacht habe, aber wenig Zeit hatte, das zu verarbeiten. Aber dafür kommt jetzt demnächst wieder umso mehr und bald erreichen wir gemeinsam einen nächsten Meilenstein. Bald haben wir die 10.000 Abonnenten-Marke geknackt und darauf freue ich mich schon ganz, ganz besonders. Mir ist aufgefallen, sehr, sehr viele neue Zuschauer sind auf dem Kanal, aber wir haben schon lange kein Q&A mehr gemacht. Und da meine Arbeitsbelastung sehr, sehr hoch ist und ich natürlich versuche, sehr, sehr viel Content zu machen, neben meinen ganzen anderen Aktivitäten, schaffe ich es einfach nicht mehr, die Kommentare so zu beantworten wie noch am Anfang der Saison. Daher möchte ich am Sonntag ein Q&A machen, also alle Fragen, die dich zum Thema Skisport, zum Thema Fitness, zu meiner Person allgemein interessieren, ab in die Kommentare und ich werde euch dann Rede und Antwort stehen. Ach ja, ich habe noch ein kleines Gewinnspiel, einen Augenblick. Nein, das machen wir beim Q&A am Sonntag, da wird es noch ein kleines Gewinnspiel geben, da werde ich ich verrate es doch nicht. Also, auf jeden Fall am Sonntag einschalten. Ich hoffe, dir hat dieses sicke Powder-Video gefallen. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß, auch wenn es wirklich sehr, sehr hart zum Drehen war. Da mit Powder hinter einem herzufahren ist ultra schwer. Und ich hatte nur den Karma Grip dabei. Mir hat alles an Equipment gefehlt. Und seit dem Tag habe ich mir geschworen, nie wieder ohne einen gut gepackten Rucksack zu einem Drehtag zu gehen. Also, nur eine kleine Side Note. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Ganz, ganz wichtig, abonnieren und dann sehen wir uns am Sonntag beim Q&A und ganz, ganz wichtig, Fragen in die Kommentare. Mach's gut, dein Julian. Ciao.